So, wie wir besprochen haben, wird das Aquarium umgestaltet. Wir sind hier hinten wieder an 180er und am 30 Liter Cube und Pflanzen sind schon ein paar angekommen. Neuer Bodengrund ist angekommen und Steine habe ich auch geholt und wir werden das Ganze jetzt erstmal leer machen. Und dann Pflanzen würde ich rausnehmen, werde ich natürlich auch größtenteils aufbewahren. Die werde ich dann entweder in das Aquarium umsetzen oder hier drin lassen. Und dann werde ich mal sehen, was ich damit mache. Aber das Leermachen mache ich eben alleine und hole euch dann gleich wieder dazu. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal gut abgesaugt. Ich wollte euch eben zeigen, wie ich das Ganze mache. Ich habe hier einmal einen kleinen Eimer mit einem, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, Tupperware-Sieb mit relativ feine Schlitze und lasse das Wasser mit dem Schlauch dort reinlaufen und dann kann ich hier schön den restlichen Soil, Bodengrund vom Aquarium auffangen, mal eben ausspülen. Die Schnecken sammle ich natürlich jetzt auch noch ab, die kommen alle oben in den Eimer. Die will ich ja auch nachher wieder entweder hier nebenan reinsetzen oder wieder da reinsetzen. Werden wir dann mal sehen, wie wir das Ganze gestalten. Auf jeden Fall sauge ich jetzt noch eben den Rest ab und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Dass das Ganze so gut funktioniert, hätte ich auch niemals im Leben gedacht. Aber es hat funktioniert. Die Scheiben habe ich, muss gleich mal ein bisschen putzen. Und hier haben wir jetzt den ganzen alten Bodengrund, den habe ich einmal ausgespült noch. Sind nur noch die leeren Schneckenhäuser ein bisschen drin. Und dann werden wir das Ganze jetzt einmal hier unten bedecken, damit ich Steine reinlegen kann. Und dann werden wir dort drunter noch Styropor packen, was auch vorher drunter war. Die ganze Zeit hier in der Mitte war eine Styroporplatte drin, damit eben der ganze Steindruck nicht auf den Boden drückt und die Steinplatte hinterher platzt. Und werden wir natürlich nicht so viel Bodengrund benötigen. So, ich mache es euch jetzt ans Stativ und dann werden wir das Ganze mal zusammen befüllen. Dann gucken wir mal, wie uns das Ganze gefällt. Ich habe jetzt hier erstmal auf dem Boden was hingelegt, um zu gucken, wie wir die Steine hier ein bisschen platzieren können. Ich würde hier gerne hochgehen. Leichte Wölbung nach hier oben und hier unten würde ich Sand reintun und an der Seite würde ich noch so ein kleines Feld machen, wo ich eine Kryptokorine reinpflanzen würde. Die habe ich auch schon da. Ich versuche das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu modulieren, damit wir hier ein bisschen Schwung reinkriegen, um das Ganze auch an den Start zu bringen. Ich habe hier auch ein paar Steinchen. Uiuiui. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, damit man hier nichts kaputt macht. Dadurch, dass das natürlich jetzt hier hinter wegrutscht, habe ich natürlich das Problem, dass er nicht stehen bleibt. Wie man vielleicht auch hört. Ich werde das Ganze noch ein bisschen rüberrücken. Und nachher da unten auf dem Boden, das kann man ja super mit anderen Mitteln überdecken. Und hier zwischen muss ich jetzt mal eben was zwischenklemmen. Ich habe hier noch die alten Steine. Von dem Drachenstein. Damit das Ganze ein bisschen fixiert ist. Ich überlege gerade, ob das nicht schon zu weit nach rechts gerutscht ist. Aber ich glaube, das könnte so gehen. Und dann werden wir dazwischen noch einen anderen Stein packen. Also eine Art Felswand, sage ich mal, dahin kriegen, dass das Ganze richtig schön da hochwachsen kann nachher. Ja, den einen habe ich jetzt noch hier zwischengeklemmt, damit das nicht so wackelt. Sollte auch halten. Und hier drüben, das werde ich natürlich jetzt gleich einmal mit Soil auffüllen, damit wir da drunter schon mal ein bisschen die Steigung hochkriegen und dann werde ich hier vorne noch irgendwie andere Steine dazwischen setzen. Ich habe noch hier einen riesigen Stein, aber der ist mir zu groß. Den werde ich vielleicht mal eben mit dem Hammer zerteilen, damit wir hier einen schöneren Übergang reinkriegen. Und während wir das natürlich mit Soil befüllen, muss hier vorne auch darauf geachtet werden, dass wir hier nachher dann unten drunter in die Löcher ein bisschen Watte stopfen, damit das Soil nicht hier mit rüberläuft. Ich mache das Ganze jetzt einmal noch ein Stück nach vorne.
Ist eigentlich zu schade, den ganz verschwinden zu lassen, den Stein. Aber ich kann natürlich versuchen, den noch ein bisschen mehr rausstehen zu lassen, dass man so ein bisschen verschiedene Konturen hat. Oder ich drehe den einfach mal hier komplett auf die Seite. Dann haben wir hier eine ganz andere Struktur drin. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, wenn man hier drunter so eine kleine Enklave hat, die nach hinten rutscht. Dass wir dann hier so ein bisschen Versatz drin haben. Dann kriege ich den anderen Stein auch noch ein bisschen besser mit untergebracht. Das gefällt mir schon besser. Dann kann man natürlich hier noch ein bisschen mit spielen nachher. Aber ich werde da jetzt erstmal, wenn das so gewachsen ist, etwas Soll hier unten reingeben. Vorher etwas Styropor, damit wir dann von der Höhe nicht ganz so hoch kommen, wie wir das und wir so viel Soll nachher verbrauchen. Deshalb machen wir das Ganze jetzt einmal so. Das Styropor ist schon richtig nass vollgesogen. Von vorher noch. Deshalb passt das hier auch ganz gut runter. Natürlich immer ein bisschen Abstand von der Wand lassen, damit man das von außen nachher nicht sehen kann. Weil da hinten natürlich extrem viel Soll reinkommt, lohnt es sich, da auch mal ein bisschen mehr aufzutragen. Aber natürlich keine großen Hohlräume reinbringen, damit wir dann nicht nachher irgendwie zu viel Platz weggenommen haben. So, jetzt nehme ich natürlich mal etwas Soll. Und dann streuen wir das Ganze einmal dort drüber. Wenn jetzt durch eine Schnecke gefunden wird, wird die natürlich auch noch gerettet. Bevor sie nachher im Aquarium untergeht. Sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Hier vorne wollen wir natürlich etwas tiefer anfangen. Und dann langsam nach hinten hochgehen. Damit wir hier einen schönen Verlauf nach oben hinkriegen. Aber da muss ich jetzt gleich erstmal eben etwas Watte reinstopfen. Damit wir das Ganze hier natürlich nicht allzu stark anlaufen kriegen, dass da unten der Soll nachher beim Spülen durchläuft. So, hier habe ich einmal die Filterwatte. Da nehme ich jetzt mal ein kleines Stückchen von. Und die werden wir dann hier unten drunter drücken. Oh, sorry. Einmal da unten in die Ecke mit der Pinzette. Da ist nämlich eine kleine Lücke, nicht dass da nachher das Soll durchfällt, wenn wir auf der anderen Seite dann komplett auffüllen bis oben hin. Das gleiche machen wir noch ganz hinten in der Ecke. Das Schöne ist, das geht echt gut. Da kann man so kleine Fetzen abreißen und die kann man dann schön dazwischen drücken. Das gleiche dann von hier oben auch. Da oben geht das nämlich auch ganz gut. Genau wie hier zwischen kann man jetzt schon mal was reintun. Weil wenn ich dann nachher jetzt den Stein oben drauf lege, dann kommt man da schlecht noch dran. Das gleiche gilt natürlich auch hier vorne. Da habe ich natürlich jetzt das Problem, dass man da ein bisschen nachher sehen kann von dem Ganzen.
Aber den werde ich so weit nach hinten schieben, dass der Sand das Ganze nachher verdeckt und hier oben das Soil ein bisschen vorrutschen kann. Und normal, das Zeug ist ja so schwer, es bewegt sich ja auch eigentlich nicht mehr allzu stark. Im Gegensatz zu dem anderen Bodengrund, den ich oft benutzt habe. Der ist aber auch super, hat eine offenporige Struktur. Ist natürlich immer die Frage, wofür man ihn benutzen möchte. Jetzt in dem Fall ist es natürlich was anderes, weil wir halt hier eine schönere Struktur reinbringen wollen. So, jetzt habe ich mal klein gekloppt. Und ich werde, denke ich mal, irgendwie ein bisschen überstehen lassen. Ja, mal gucken, wie mir gefällt. Einfach hier oben irgendwie hinlegen. Ich glaube, das gefällt mir auch schon ganz gut, so wie das liegt. Dass wir so eine, wie so eine natürliche Felswand eigentlich ein bisschen vorstehen haben, ein bisschen zurückstehen haben. Ich finde das immer, sieht eigentlich am schönsten aus. Und jetzt werde ich den Rest Soil noch auffüllen. Die Lücken werden wir jetzt noch schließen mit Watte, wenn da noch zu große sind. Aber das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich hoffe dahinter, nee, da läuft auch nichts hinterher. Dann sollte das Ganze auf jeden Fall passen, was ich hier vorhabe. Und das Ganze machen wir jetzt einmal, wie besprochen, alles voll hier. Brauche ich sogar fast das neue Soil gar nicht anbrechen. Ich habe eigentlich nur den alten Bodengrund bis jetzt benutzt. Habe natürlich jetzt nicht mehr genug Steine für die andere Seite, wo ich was vorhatte. Aber ich habe ja noch den Drachenstein. Vielleicht kann man da ein bisschen was mischen. Auch wenn Mischen immer natürlich von der Optik her nicht immer genau passt. Gerade wenn natürlich, wie in Natur auch, verschiedene Regionen haben natürlich verschiedene Steine. Ein paar kann man auch mischen untereinander, ein Teil aber auch nicht. Das ist halt immer die Frage, was man genau vorhat. Das, was ich jetzt ein bisschen daneben gekleckert habe, ist natürlich nicht ganz so schlimm, weil ich das Ganze ja nachher hier einmal absaugen werde. Und dann gucken wir mal, wie ich das dann so schön verteilt kriege, dass das alles so passt, wie ich das gerne hätte. Und jetzt nehme ich natürlich einmal die Pinzette und einmal den Spachtel, dann kann ich das Ganze erst etwas schöner verteilen. Ja, das finde ich, passt mir ganz gut. Hier habe ich die Utricularia graminifolia. Die wollte ich hier auf den Soil ausbringen. Ganz feinfrittige Pflanze. Die muss ich aber eben noch ausspielen, bevor wir sie einsetzen. Und bin mal gespannt, wie sie sich hier macht. Wird natürlich eine Heidenarbeit, die einzelnen Fissel hier einzusetzen. Aber bin mal gespannt. Mal ein Nester, die ich hier einsetzen werde. Mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Das erste Mal, dass ich diese Pflanze auch überhaupt habe, habe ich vorher noch nie selbst irgendwo genutzt, eingesetzt, wollte ich sagen. Aber ich fand sie eigentlich ganz schön, wenn sie so einen riesen Teppich bildet. Hier unter der kompletten Oberfläche. So, jetzt werde ich das Ganze einmal ein bisschen Wasser befüllen, da unten rechts. Dann kann ich nämlich später auch einmal unten den Rest absaugen, der jetzt darüber gefallen ist. Deshalb werden wir es wahrscheinlich mit dem bis ganz oben hin wieder befüllen.
So, wie ihr seht, der Filter läuft. Den habe ich hier eben mit euch mal eben angeschlossen. Die Graminifolia hier unten auf dem Boden ist fest. Hier sind einzelne Blättchen im Wasser noch. Mal gucken, wie lange der Filter braucht, bis die rauskommen. Und die Heizung hängt hier jetzt kurz vorne drin. CO2 ist da hinten angeschlossen. Und ich habe die Lampe gewechselt von der C-Serie auf die große A-Serie, weil die Graminifolia sehr viel Licht braucht. Steht auch bei Tropica zum Beispiel drauf, dass sie advanced ist, also über 0,5 Watt pro Liter. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, weil ich finde es schon echt, sieht ganz cool aus. Und wie ich das hier noch gestalte. Nur ich musste weg, deshalb habe ich den Filter jetzt erstmal angemacht, sonst stand das Wasser zu lange da drin. Und ja, wie ihr seht, ein paar Schnecken sind auch mit reingekommen. Die laufen auch schon von alleine hier rum. Waren ja hier unten im Bodengrund noch ein Teil drin. Und jetzt werden wir mal beobachten, wie das Ganze sich hier entwickelt.